So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Donnerstag, den 18. November 2021. Gemeinsam mit Marc, jetzt wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen. Natürlich die Nvidia Earnings, die ziemlich crushing waren, nachbetrachten. Nvidia wieder auf dem Weg, deutlich über 300 zurück, tatsächlich in Richtung der Hochs. Mal schauen, ob sich dieses Momentum fortsetzen kann. Wir hatten gestern ja eher einen Buy the Rumors, Sell the News Events formuliert. Wir sind sehr stark gelaufen in der jüngeren Vergangenheit, besonders durch die jüngsten Entwicklungen hier im Hinblick auf das sogenannte Metaverse von Facebook und in dieser Konstellation eben dem Ausblick, dass besonders dort ein derart breit aufgestelltes und auch so stark positioniertes Unternehmen, in dem Fall wie Nvidia es nun mal ist, Bereich künstliche Intelligenz, bereit, aber auch jetzt beispielsweise, ich nenne es mal Prozessor-Business, das ist diese ARM-Acquisition dieses britischen Giganten, der viele wahrscheinlich gar nicht so, mit dem gar nicht so viele was anfangen können, obwohl jeder von denen im übertragenen Sinne eigentlich ein Hardware mit sich rumträgt in den Smartphones. Da wird ARM eben entsprechend verarbeitet und das eben auf breiter Front, sein Samsung-Smartphones, Huawei, sei es Apple und so weiter und so fort. Und ja, infolgedessen auch der Größe von Nvidia ist dann eben die Frage aufgekommen, ob sich dort vielleicht in irgendeiner Form ein Monopol herauskristallisiert, und deswegen ist dieser Deal, der letztes Jahr schon bereits im, ich glaube, September durchlief, über den Ticker, die Akquisition in Größenordnung von 40 Milliarden US-Dollar, ja, die hat tatsächlich bis jetzt noch keine Form angenommen, beziehungsweise wird torpediert von diversen Regulatoren, unter anderem in Großbritannien, beziehungsweise also britisches Unternehmen logischerweise, aber auch von der EU im Hinblick eben auf dort, ja, wie soll man sagen, aus geheimdiensttechnischer Perspektive, beziehungsweise eben aus der Sorge, dass sich hier ein Monopol herauskristallisiert, was eben die nationale Sicherheit eben bedroht. Also, wie auch immer, auf jeden Fall hat Nvidia infolgedessen viele Vorschusslorbeeren gehabt und ist dann sehr, sehr steil gegangen in der jungen Vergangenheit. Ja, und gestern eben die Earnings, die haben dort erneut überzeugen können und sieht eher danach aus, als wenn wir doch jetzt nochmal Allzeithochs oben drauflegen, als dass es zu einer Korrektur kommt. Cisco hat durchwachsene Zahlen gebracht. Auch da bleibt mein Blick drauf. Es ist nicht so die attraktivste Trading-Aktie, beziehungsweise die volatilste, aber post der Earnings dann doch vielleicht doch ein Titel, der ganz interessant wird. Roku werfen wir einen Blick drauf. Roku hat nach seinen schwachen Earnings zu Beginn schon bereits des Monats in den letzten 2 Wochen weiter Abgabedruck gesehen, hat jetzt ausgehend von seinen Allzeithochs mehr als 50% korrigiert. Starker Beta, High-Beta-Stock, Wachstumsaktie mit auch sehr, sehr starken Wachstumsaussichten eigentlich. Viele Vorschusslorbeeren gesehen schon bis letztes Jahr, aber nichtsdestotrotz hat jetzt eben eine recht scharfe Korrektur, relativ starke Abschläge immer in der jüngeren Vergangenheit zu sehen bekommen. Läuft jetzt allerdings so stark in überdehnten Bereich auf der Unterseite, dass da vielleicht sich früher oder später ein Bounce-Play anbietet. Gold, Silber nicht ganz so spektakulär. Da sind wir dann im Global-Makro-Bereich. Da werfen wir einen Blick drauf. Und zwar im Hinblick eben auf die erwarteten Breakouts, die noch auf sich warten lassen. Der US-Dollar hat so ein bisschen den Steam in Anführungsstrichen verloren, so ein bisschen das Momentum der jüngeren Zeit. Euro-US-Dollar zurückgelaufen, leicht, jedenfalls über die 13. Läuft jetzt um 13:30 Uhr, glaube ich, gerade Runde, habe ich das gesehen. Nichtsdestotrotz eventuell auch dort, also Gold, Silber dann in diesem Zusammenhang weiter, bullisches Momentum, sofern wir bestimmte technische Niveaus auf der Unterseite verteidigen können. Ja, Blick auf den DAX werfen wir, der ist jetzt nicht ganz so spektakulär. Wir haben also einiges auf der Agenda auf jeden Fall. Bevor wir ganz offiziell starten, zunächst einmal hier der Blick auf den Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFDs ist mit Risiken behaftet, die nicht für jeden Anleger geeignet sind, ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil. Mache man sich bitte mit diesem vertraut. Entscheide dann, ob der Handel mit diesen Produkten sich eignet. Da macht man dann folgenden Schritt: Dann lädt man sich eine Demo herunter auf markets.com/de, testet risikofrei, und dann hat man dort die Möglichkeit, früher oder später sollte man für sich feststellen, dass der Handel sich für einen eignet, entsprechend ein Live-Konto natürlich auch zu eröffnen. Vollständiger Risikohinweis: markets.com/de. Dort auch alle Informationen zur weiteren Produktpalette über Devisen, CFD-Trading hinaus, dann physische Aktien oder auch ETFs. Habt ihr Fragen, gerne jederzeit eine Mail schicken an die Elena, die dort euch jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite steht. Ich beantworte euch jederzeit gerne Fragen zum Markt generell, wenn ihr Fragen habt zu einzelnen Assets, zu einzelnen auch Trades vielleicht, wie ihr diese managen wollt, sollt, welche Gedanken euch durch den Kopf gehen. Der Austausch dort miteinander ist extrem wichtig und ich stehe euch da gerne zur Verfügung. Einmal natürlich hier live im Event jetzt in der Chatbox, aber auch danach dann in der Chatbox unterhalb des Videos, im Anschluss an dieses Video bei der Aufzeichnung von YouTube. Schaut gerne auf meiner Webseite vorbei, jk-trading.com/forum. Da gibt es ein Trading-Chatbox, da könnt ihr euch auch entsprechend austauschen, nicht nur mit mir, sondern auch mit anderen Tradern, gleichgesinnten Tradern. Dann darüber hinausgehend gerne auch bei Twitter den Kontakt suchen, per E-Mail mich anschreiben, jk@jk-trading.com. Was haben wir jetzt noch? Twitter, ja, ich glaube, das müsste es größtenteils gewesen sein. Also, wir finden auf jeden Fall in irgendeiner Form zusammen. Ich
räume jetzt hier mal ganz kurz ein bisschen im Hintergrund auf. So, das ist einmal die MarketsX-Handelsplattform, auf die wir gleich einen Blick werfen wollen. Da machen wir das auch gleich mal groß, das Bild. Ich will aber, bevor wir hier starten, noch einmal schauen, ob alles gut an die Kanäle da draußen gestreamt wird. Den RSI mache ich ein bisschen größer, da können wir nämlich durchaus erkennen, dass der DAX so eine leicht toppische Tendenz vielleicht vollzieht. So, einmal hier schauen, das sieht gut aus. Einmal hier schauen. Hier stelle ich noch einmal ganz kurz den Link ein zu Twitch. Für alle die bei YouTube zuschauen, sollte es hier Schwierigkeiten geben bei YouTube, dann wechselt auch gerne auf Twitch. Da wird alles genauso gestreamt und bis jetzt gab es da noch keinerlei Schwierigkeiten. Deswegen stelle ich den Link da gerne ein. Ganz kurz auch noch die MarketsX-Handelsplattform. Stelle ich auch noch ganz kurz einen Link zu ein, wer sich die Demo hier besorgen möchte. Was sich übrigens heute ganz besonders anbietet im Hinblick auf Roku, nämlich da werden wir gleich einen Blick drauf werfen. Da habe ich schon einen Plan, wie wir das zum Thema machen, diese Überdehnung auf der Unterseite und wo sich auch dieser starke Wachstumsausblick eben tatsächlich widerspiegelt. Dann nämlich in den Analysteneinschätzungen und die könnt ihr euch kostenlos hier über diese Plattform ziehen. Ich muss mal ganz kurz hier gucken, wo ist er denn? MarketsX, da ist der MarketsX-Button. Also, den stelle ich ganz kurz hier einmal in die Chatbox ein. Bevor wir gleich zu Roku kommen, wie gesagt, erstmal hier der Link zur Demo. Blicken wir ganz kurz auf den DAX, schauen uns auch in S&P und Nasdaq eben an in dieser Konstellation. Die Vorgaben haben sich unwesentlich verändert. Also, wir sehen also hier besonders, dass wir die Aufschläge der jüngeren Vergangenheit haben verteidigen können. Erinnert euch dran in dieser Konstellation, heute ist der 18., gestern war der 17., beziehungsweise auch schon dann am 16. hier. Die Aufschläge, die wir mit Überschreiten der Vorwochenhochs zu sehen bekommen haben, Bereich 18, Entschuldigung, 16, 1,30, 1,20, 1,30, so hier. Das waren die Regionen um die Vorwochenhochs letzte Woche Donnerstag, beziehungsweise hier noch am Freitag. Das war allerdings ganz, ganz früh. Dann allerdings der Test, der fehlgeschlagene am Freitag. Und wir haben am Montag dann nach dem Wochenende Aufschläge gesehen, die uns über diese Niveaus geführt hat. Die Squeeze blieb zunächst aus, wir haben aber oberhalb geschlossen. Und dann kam eben genau dieser Gedanke, wo ich sagte, und das war, ich finde, kein Zufall, dass wir bereits hier ab Dienstag früh entsprechend den Aufschläge gesehen haben. Wir sind dort bereits vor 9, bevor der Xetra Open stattfand, haben wir eine Bewegung gesehen, die uns in Richtung der 16.200er Region geführt hat. Hauptsächlich meiner Einschätzung nach begünstigt durch einsetzende Absicherungsgeschäfte, die dann eben auf den Plan gerufen worden sind. Und wir haben dann auch in den Folgestunden weiteres bullisches Momentum aufgenommen, welches sich nicht nur dann am Dienstag fortgesetzt hat, wo wir schon bis in Gefilde knapp um die 16,3 gelaufen sind, sondern jetzt auch mit diesem Level auf der Oberseite weiterhin kämpfen. Also das ist ein Bereich, der dann auch aus optionstechnischer Sicht hinsichtlich des Verfalls der morgen dort stattfindet, kleiner Verfall an der Eurex, eine Rolle spielt. Sollten wir über die 16,3 brechen, sind zügig weitere Aufschläge durch den, ich nenne das jetzt mal so eine Art Lichtschalter-Effekt, so kann man sich das vorstellen, eben zu erwarten. Denn wir haben ja im Bereich Optionen, haben wir ja eine Zeitkomponente, die eine ganz wesentliche Rolle spielt. Das heißt also, zu einem bestimmten Zeit muss die Wette aufgegangen sein, andernfalls verfällt die Option für denjenigen, welchen der sie gekauft hat, wertlos, beziehungsweise der Stillhalter vereinnahmt die Optionsprämie. Die Sache ist jetzt in dem Zusammenhang, dass wir eine Konstellation haben, wo natürlich der Absicherungsbedarf sich auch daran orientiert. Also anders formuliert, wenn ich jetzt als Stillhalter hergehe und nehmen wir jetzt mal die Zahl, die jetzt die letzten Tage, Wochen eigentlich eine Rolle gespielt hat, nämlich erstmal die 16.100er Marke, wenn diese zwar kurzzeitig überschritten wird, also wir können es auch eigentlich am Kursverlauf relativ gut hier erkennen, wird zwar kurz überschritten, marginal 20, 30 Punkte, aber nichtsdestotrotz ist es noch eine Woche bis zum Verfall. Also das war letzte Woche am Donnerstag bzw. Freitag, die Optionen verfallen morgen. Dann sagen die Stillhalter, naja, mal gucken, wir haben ja noch durchaus Events, welche dafür sorgen können, vielleicht auch eine Korrektur im US-Markt und dergleichen. Also sehr plump jetzt formuliert, aber einfach eine Überlegung, die dann eine Rolle spielt, wo sie sagen, naja, wir haben ja noch genug Zeit, der rollt noch über, der kippt noch unter das Niveau und die Optionsprämie und Absicherungsbedarf besteht an der Stelle eben noch nicht. So. Der bleibt aus und jetzt hast du dann eben jetzt beginnend mit den letzten Tagen ab Dienstag, dann hast du nämlich nur noch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, 13 Uhr ist der Verfall, dann hast du noch drei, vielleicht 3,5 Tage und siehst, wir haben oberhalb geschlossen, kein gutes Signal, denn jetzt fangen wir an, oberhalb dieses Momentums vielleicht dann, und da fängt so eine Art Pokerspiel an, so kann man sich das vorstellen, denn ich bin natürlich nicht der Einzige, der hier stillhält auf die 16,1, es gibt ja noch andere Marktteilnehmer und jetzt ist nämlich genau dann der Punkt, wo du dann dastehst und sagst, wie denken denn jetzt die anderen Marktteilnehmer darüber?
drüber. Also das heißt, wie denkt denn jetzt Kollege XYZ? Gehen wir mal davon aus, wir haben eine Idee, wer dann hier an dieser Stelle eben entsprechend auch so eine Position hält. Wie verfährt er jetzt? Hat er denselben Gedanken wie ich? Wir rollen hier nochmal über, wir setzen zurück unter dieses Niveau? Oder sagt er eventuell, den letzten beißen im übertragenen Sinne die Hunde, deswegen sichere ich jetzt mal bereits schon ab und treibe dadurch den Kurs in einem dünnen Umfeld, wodurch mir dann wiederum, als demjenigen, welchen der sich diese Frage stellt, natürlich der Kurs wegläuft und ich mich zu einem unattraktiveren Kurs absichere. Und genau dieses Pokerspiel fängt dann an, hier so ein bisschen eine Rolle zu spielen. Und wie gesagt, wir sehen dann diese Dynamik, die aufkommt, eben mit der sich zunehmend verknappenden Distanz zu dem Verfall, und das findet dann auf die jeweiligen Verfallsniveaus kontinuierlich weiter statt. So, und jetzt haben wir eben genau den Moment, wo wir morgen den Verfall haben und überhaupt keine Zeit mehr da ist. Also das heißt, da ist ja kein Fenster oder vielleicht jetzt noch maximal 24 Stunden, beziehungsweise eigentlich müssen wir einen Handel zwischen 22 bis 8 Uhr rausnehmen, wo kaum Volumen eben tatsächlich umgeht. Wir haben zwar einen Handel, der stattfindet in Anlehnung an die asiatischen Märkte, aber nichtsdestotrotz Volumen, was ich da unterbringe, werde ich da nicht vorfinden. Also eine Absicherung kann da nicht in dem großen Umfang stattfinden, wie das für eine größere Optionsposition einfach vonnöten ist. So, das bedeutet also etwas anders formuliert, in dem Moment, wo wir drüber gehen, gibt es dann weniger Pokerspiel, als einfach nur noch diesen Gedanken, da ist eine Tür hin und alle müssen zum gleichen Zeitpunkt aus dieser Tür raus. Also sprich, in dem Fall, der Lichtschalter ist noch an, also das Licht ist an und ich habe aktuell noch die Optionsprämie, die ich vereinnahme, weil wir unterhalb der 16.3 im Laufen, und in dem Moment, wo wir über 16.3 laufen, machen wir das Licht aus und plötzlich rennen alle zur Tür und müssen eben gucken, dass sie sich absichern, weil eben bis zum Verfall morgen nicht ausreichend Zeit vorhanden ist. Das hört sich jetzt dramatischer an, als es tatsächlich ist, aber so kann man sich diesen Lichtschalter einfach da vorstellen, und in dem Moment kann es eben sein, dass wir diesen Pop sehen und wir dann eben oberhalb der 16.3 entsprechend stärkeres Momentum aufnehmen oder erwarten dürften, eine Squeeze-Bewegung. Bis jetzt sieht das nicht danach aus, also bis jetzt toppen wir gegen den Bereich noch so ein bisschen aus, aber man sollte das im Hinterkopf behalten. Sollten wir eine etwas tiefere Korrektur zu sehen bekommen, wie gesagt, dann dürfte diese Trendlinie hier, die ich da oben auf der Stunde hier eingezeichnet habe, eine entsprechende Rolle spielen. Ich würde mal sagen, 16.2 ist dann wahrscheinlich so der erste anzuvisierende Bereich auf der Unterseite. Unterhalb würde es schon ein bisschen unangenehmer werden. Dann könnten sogar Abschläge bis in Richtung der Ausbruchregion jetzt hier von Dienstag bzw. Montag in den späten Handel hinein aktiviert werden. 16.1 bis 16.1.30 ungefähr. Was für solch eine Korrekturbewegung spricht, ist diese leichte Tendenz zu dieser, ich mache das mal in Orange, sogenannten bärischen Divergenz. Also sprich, anders formuliert, was wir sehen ist, dass der Markt leicht höhere Hochs markiert, aber diese leicht höheren Hochs eben entsprechend nicht mehr bestätigt werden hier im RSI. Und das bedeutet, das deutet darauf hin, dass wir so ein abnehmendes bullisches Momentum sehen, mindestens. Das ist noch nicht zwangsläufig begünstigend für eine Korrektur, aber wir sollten es ein bisschen im Hinterkopf behalten. Wichtig ist allerdings, besonders vor dem Hintergrund eben auch des anstehenden Verfalls morgen und auch des grundsätzlich relativ unspektakulären Treibens beziehungsweise des eigentlich klar ausmachenden bullischen Modus. Wir müssen auch berücksichtigen, also wir sind erstmal saisonal in einem günstigen Fenster, Jahresendrally spielt eine Rolle. Nächste Woche haben wir Thanksgiving. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob das jetzt richtig ist. Aber ich glaube schon, nächste Woche ist der 25. Ja, 25. November. Wir haben also im Grunde genommen eine verkürzte Handelswoche nächste Woche. Thanksgiving, ich glaube, verkürzter Handel und dann gar kein Handel am Donnerstag und verkürzter Handel am Freitag, glaube ich. Müsste mal ganz kurz gucken, wie genau da die Konstellation ist. Mal schauen. Europe, Global, North America. Verkürzt, ja, ist verkürzt. Ich sehe hier, all equity markets, OES markets will be closed, except for the following, equity in Bitcoin products will halt, also futures offen bis 19 Uhr, Kasse ist zu, soweit ich das hier sehe, verkürzter Handel auch am Freitag, also lange Rede, kurzer Sinn, es wird auf jeden Fall eher eine kurze Handelswoche. Saisonal wissen wir, dass es sich eigentlich eher um ein bullisches Umfeld eben handelt, und in dieser Konstellation erwartest du eigentlich, dass relativ zügig wieder Käufer in den Markt kämen. Also das heißt, die Wahrscheinlichkeit aus dieser Konstellation, dass wir eher ein Abtragen dieser Divergenz über die Zeit sehen, also so ähnlich wie wir das hier gesehen haben. Es ist nicht so, dass diese Divergenzen jetzt einmalig auftreten und was total Spektakuläres sind. Tatsächlich ist es so, die treten immer wieder auf. Auch hier haben wir leicht höhere Hochs markiert, kann man erkennen. Ne? Also beziehungsweise wir können es auch ein bisschen anders noch ziehen. Hier sieht man es nicht ganz so sauber, aber naja. Also wir machen hier höhere Hochs und auch die hier, die werden
nicht mehr wirklich bestätigt. Also da sieht man eine leicht fallende Tendenz. Ja? Und dann sieht man aber, dass diese abgetragen wird eben über die Zeit, als wir uns gegen das 16.000er-Level stabilisieren. Das ist durchaus denkbar, dass das auch hier eine Möglichkeit gibt und dass diese Trendlinie überhaupt gar nicht verletzt wird. Also das heißt, dass wir gegen diese auflaufen und eventuell dann wieder aufdrehen. Also worauf ich hinaus will, man sollte die Bäume hier an dieser Stelle auf der Short-Seite nicht zwangsläufig in den Himmel wachsen sehen. Das ist durchaus denkbar, dass wir hier auf hohem Niveau konsolidieren, oberhalb von 16,2 und dann früher oder später eben das nächste Leg auf der Oberseite eben ansetzen, ohne dass es trotz dieser sich abzeichnenden Divergenz eben entsprechend zu einem schärferen Push auf der Unterseite kommt. Das wird auch in gewisser Form durch den S&P wird das unterstrichen. Wenn wir uns dieses Bild hier anschauen, nach dem Breakout über diese, in dem Fall violettfarbene Linie, haben wir jetzt erneut stark bullischen Drive zu sehen bekommen auf der Oberseite und vor allem, wir halten uns auf hohem Niveau. Also wenn wir uns hier mal anschauen, wir hatten letzte Woche mal so einen kurzen Anflug, beziehungsweise vor 2 Wochen war es eher, also dann ja, letzte Woche, in den Wochenschluss hinein. Das war mal so ein leichtes Überrollen. Also hier von 4,7, dass wir mal 70, 80 Punkte korrigiert waren. Das war in der Größenordnung von 2, 2,5% maximal Korrektur. Und dann sind wir von dort wieder gleich aufgedreht, sind sofort Käufer in den Markt gekommen und haben uns wieder in Richtung der Allzeithochs eben hier befördert. Das ist ein extrem starkes Signal. Es zeigt vielleicht auch tatsächlich jetzt nochmal extrem mehr, die Alternativlosigkeit von Aktien, Stichwort anziehende Inflation. Du weißt an der Stelle erstmal jetzt nur bedingt, was du mit Rücklagen, die du vielleicht gebildet hast, machen sollst. Mit Ausnahme jetzt eventuell, dass du auch höhere Lebenshaltungskosten natürlich vorfindest. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass wir in dieser Konstellation natürlich auch dann Sachwerte wie Aktien und Aktien können realistisch als Sachwerte betrachtet werden, weil sie einfach im Gegenwert einen Anteil an einem realen Unternehmen widerspiegeln. Also zumindest die Unternehmen, die im S&P 500 gelistet sind, sind reale Unternehmen. Und in dem Fall ist es eben so, dass wir eben hier diese Flucht in diese von Inflation zunächst begünstigten Titel eben zu sehen bekommen. Wie gesagt, ergänzt um Saisonalität und so weiter, verkürzte Handelswoche, abnehmende Volatilität, die ebenfalls nochmal die Long-Seite befürwortet oder begünstigt tatsächlich. Also da kommen viele Faktoren zusammen, die wahrscheinlich werden lassen, dass der Modus sich eher konsolidierend auf hohem Niveau mit Breakout-Potenzial und weiteren Aufschlägen darstellt, als dass wir hier eben einen scharfes Einknicken zu sehen bekommen, welches selbst wenn es stattfinden würde, also wenn wir die 4,7 jetzt hier an den Breakout auf neue Allzeithochs im S&P nicht vollziehen würden, auch hier stellt sich die Konstellation derart dar, meine Einschätzung, dass wir sagen können, also eine Korrektur bis maximal 4,6, 4,620 vielleicht sogar, und dann drehen wir gegen den Bereich wahrscheinlich schon wieder auf und haben die nächsten bullischen Vorgaben. Also meiner Einschätzung nach, auch wenn das Jahr jetzt dem Ende zu sich neigt und wir haben noch Roundabout eigentlich einen Monat, ein bisschen mehr, aber nicht 1,5 Monate, weil natürlich dann der Weihnachtshandel und dergleichen sehr, sehr dünn ausfallen wird. Muss ich ganz ehrlich gestehen, oder sehe ich eine realistische Chance, dass wir nochmal so richtig in eine Squeeze-Bewegung im S&P gehen und Richtung 4000, ja, nicht nur 800, sondern eigentlich 5000 Punkte als rundes psychologisches Level eben laufen. Wenn wir das nicht dieses Jahr schaffen, dann eventuell zu ganz früh des Beginns des kommenden Jahres. Aber grundsätzlich bleiben die Vorgaben, zumindest aus der Perspektive, bullisch. Und deswegen sollte man sich auch hier vorsehen im DAX. Also das heißt jetzt ganz besonders eben in Bezug auf das Erwarten einer tieferen Korrekturbewegung, dass man dort nicht zu bearish wird tatsächlich. Bedeutet auch jetzt für den kurzfristigen Handel, also jetzt haben wir ein bisschen größeres Bild skizziert, das bedeutet auch für den kurzfristigen Handel oder jetzt auch hier für zum Beispiel Short Trades, die man gegen die Hochs in irgendeiner Form absetzt. Also sie sind legitim, aber man muss an der Stelle ausgehend von dem begrenzten Potenzial, was wir auf der Unterseite haben, recht optimale Einstiege eigentlich in Trades erreichen, um überhaupt in irgendeiner Form attraktive Chance-Risiko-Verhältnisse sich abzeichnen zu sehen. Also das hieße jetzt etwas anders formuliert, dieses Überrollen, dieses Fallen unter den EMA 50 auf 5-Minuten-Basis, jetzt markieren neuer Tagestiefs, neuer Kassetiefs, das sind Indizien, die eher die Short-Seite begünstigen. Nichtsdestotrotz würde ich einen direkten Breakout hier nicht traden wollen, weil ein Stop läge einfach in Anführungsstrichen zu weit weg, ist eigentlich auch übertrieben. Also das sieht volatiler aus, als es ist. Das sind 35 bis 40 Punkte Stop maximal. Aber wir haben auf der Unterseite eben auch nicht das Potenzial für eine tiefe Korrektur, was im Umkehrschluss bedeutet, ich möchte eigentlich einen Bounce sehen. Ich zeichne das vielleicht mal hier ein. Okay.
wenn einen Rücksetzer sehen und eine Bestätigung, dass der EMA gehalten werden kann. Ich mache das mal mit Schwarz hier. So. Also ein Bounce gegen diesen Bereich, 16,72 ungefähr. Würde dann mit einem Stop arbeiten, oberhalb der Tageshochs, und würde einen Trade auf den Weg bringen, Ziel 16,2 ungefähr. Also, dann haben wir an dieser Stelle 70 Punkte als Chance und würden hier mit einem Stop arbeiten, oberhalb der Tageshochs, 16,25, oh, Verzeihung, 16, da kommt kein Punkt hin, hier, 2,95. Eventuell wird der ein oder andere sagen, naja, möchte eigentlich das runde Level oder nach der Doppel-Null möchte ich mich positionieren. Also 700, 300, Verzeihung, 300 an dieser Stelle, wo wir dann einen Risk haben zwischen 25 bis 30 Punkte ungefähr. Das ist das Risiko, 30, das ist das Risiko, was uns auf den CRV von leicht besser 2 zu 1 bringt. Also das wäre das höchste der Gefühle, was ich derzeit im DAX auf der Short-Seite spielen wollte. Wie gesagt, man sollte selbst dann hier, jetzt bei diesem Setup, welches sich CRV-technisch attraktiv darstellt, aber auch da wahrscheinlich aggressiver mit dem Stop agieren und relativ zügig nachziehen, weil es könnte durchaus sein, dass wir nur einen kurzen Flaschenpeak auf der Unterseite sehen und sofort wieder umdrehen und entsprechend in die Range zurücklaufen. Und der Trade dann eben nicht ins Laufen kommt, wird zwar nicht gestoppt werden, aber nichtsdestotrotz die Dynamik, die wir hier bei diesem Szenario auf der Unterseite skizzieren, eben tatsächlich ausbleibt. Ja, also das zum DAX. Mehr gibt es tatsächlich zu dem nicht zu sagen. Wie gesagt, S&P eher weiter bullish, eher von der Long-Seite zu favorisieren. Deswegen mit Short-Engagement sollten wir sehr vorsichtig sein. Eintrüben würde sich das Bild, wenn wir unter 6,80 rutschen wahrscheinlich. Das ist hier oben nochmal die Stunde. Könnte sein, dass wir nochmal stärkere Abwärtsdynamik sehen, die uns in Richtung 4,620, 4,600 vielleicht führt. Aber alles in allem bleiben die Vorgaben eher long, beziehungsweise die gegen die Hochs stattfindenden Bounces, die wir hier zu sehen bekommen, werden immer kleiner. Das heißt, eigentlich ist das Angebot, was von oben in den Markt kommt, eher abnehmend, was im Umkehrschluss bedeutet, da kommt offensichtlich nicht mehr wirklich Gegenwehr von oben, was wiederum die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der Breakout eher auf der Oberseite sich tatsächlich dann darstellt. So, ja, das ist das Bild für den DAX, das ist das Bild für den S&P. Ich will, bevor wir jetzt auf Gold schauen, weil es eben nicht so spektakulär ist, hier der Modus, der sich da präsentiert. Obwohl, wir können es auch anders machen. Wir können auch ganz kurz Gold machen, das ist relativ zügig abgefrühstückt, und dann machen wir die Einzeltitel. Da haben wir noch ein bisschen mehr. Versuch, die Hochs rauszunehmen. Wir erinnern uns dran, das war vorgestern, ist gescheitert. Krachend in Anführungsstrichen. Retail Sales haben dann überzeugt auf der Oberseite, haben eigentlich zum Inflationsdruck insgesamt beigetragen oder würden beitragen, aber nichtsdestotrotz sind parallel dazu eben am Aufschlag bereits von Dienstag in Bezug auf die US-Zinsen haben sich hier eben bestätigt. Und infolgedessen ist die Realverzinsung leicht rückläufig gewesen, was eben in dem Fall diesen schärferen Bounce nach sich gezogen hat. Jetzt bewegen wir uns hier in Gold, in dieser choppy Range. Was ich positiv erachte, ich habe meine Position immer noch. Also ich bin immer noch, ich sitze, wie würde Jesse Livermore gerade sagen, sitting tight an der Stelle. Also ich habe Geduld. Ich lese gerade übrigens das Buch Reminiscences of a Stock Operator. Vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant für Weihnachten. Das ist bekannt als Das Spiel der Spiele. Das ist der deutsche Titel. Ich lese das auf Englisch, aber kurz noch einen Blick. Guck mal ganz kurz, ob ich das hier zügig finde. Dann stelle ich mal einen Link ein. Spiel der Spiele. Und da war diese Begrifflichkeit ein Titel, ein Zitat. So, einen Moment. So, hier ist der Link. Ich stelle ihn mal ganz kurz hier einmal ein. Ich schreibe ganz kurz Buch einfach nur, ja. So, kann das mal ganz kurz hier aufmachen. Der Link, der steht auch für die sich die Aufzeichnung hier bei YouTube anschauen. Ja, gucke ich das jetzt hier hin. Findet ihr unterhalb dieses Videos. Also der deutsche Titel ist Das Spiel der Spiele von Jesse Livermore. Originaltitel ist Edwin Lefebvre und Reminiscences of a Stock Operator. Klassiker, also absoluter Klassiker. Egal mit welchem größeren Hedgefondsmanager man Interviews hört, wenn da die Frage kommt nach einem guten Buchtipp, Paul Tudor Jones zum Beispiel, ist einer derjenigen welchen.
Die verweisen alle darauf, dass das Spiel der Spiele bzw. Reminiscences of a Stock Operator, wenn die Frage ist, wenn jetzt irgendwelche Neuankömmlinge sind, Junior Trader oder was, die man mal arbeitet, dann ist das so, dass dieses Buch empfohlen wird, gelesen zu haben. Also ein absoluter Klassiker der Börsenliteratur mit vielen, vielen Weisheiten, die man allerdings erst beim erneuter Lektüre immer wieder und immer wieder eben tatsächlich herausliest und dann auch ausgehend von seinen persönlichen Erfahrungen sich darin wiederfindet. So, also das ganz kurz zu Livermore. Sitting Tight, genau, da war der Gedanke. Also Sitting Tight, der Ausblick für Gold bleibt insgesamt für mich weiter bullish, auch wenn mir natürlich überhaupt nicht gefällt, dass wir hier diese Trendlinie jetzt gebrochen haben, weil das zeigt eben und das unterstreicht auch da, wo wir uns gerade finden. Wir konsolidieren knapp unterhalb dieser Hochs und deswegen glaube ich auch hier steht ein bullischer Breakout auf der Oberseite bevor für Gold. Also sprich, das Szenario Ziel 1900, 1920 auf der Oberseite ist weiterhin ganz klar gegeben. Nichtsdestotrotz haben wir eben durch den Bruch dieser Trendlinie, dieser türkisfarbenen Linie hier, die kurzfristig bullische Dynamik eben so ein bisschen hergeschenkt, in Anführungsstrichen, beziehungsweise sehen eben jetzt diese Konsolidierung. Was wir nicht unterschlagen sollten, was wir nicht vergessen sollten, ist, auch dazu nochmal ganz kurz, das habe ich auch nicht vorbereitet, aber den Link dazu stelle ich auch in die Chatbox ein, und zwar das sogenannte Open Interest. Also diese Optionsbetrachtung, die wir in Bezug auf den DAX machen, können wir auch auf andere Märkte eben machen. Und an der Stelle machen wir es jetzt über die CME und schauen uns das Ganze eben mal für den Goldmarkt an. Und zwar hier Gold. Und schauen uns hier mal das Open Interest an. Ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn ich sehe, dass wir bei, wann verfallen die Kontrakte? Weeklies? Januar, Dezember? 23. nächste Woche. Also, das sind die nächste Woche ausfallenden Optionen. Das Problem ist, dass wir das. Ich hoffe, dass wir das gut erkennen können. Nee, das ist ein bisschen ungünstig, ehrlich gesagt. Kann man da. Ja, das ist ein bisschen blöd. Einen Moment, ich gucke mal ganz kurz, ob wir das ein bisschen größer hinbekommen. Ja. Also, was wir erkennen können, in blau die Calls und in orange die Puts an dieser Stelle. Diese Calls, die spielen eine ganz wesentliche Rolle. Und was man erkennen kann, ist, das ist das Niveau. Also hier dieser, deswegen, das verzerrt ein bisschen ungünstig, ehrlich gesagt. Das ist, wo wir das aktuelle Kursniveau, auf dem wir gerade handeln, also der Future, der zugrunde liegende Future hier an dieser Stelle. Das ist also diese gestrichelte Linie. Und das, was uns eigentlich interessiert, ist das, was an blauen Balken da drüber kommt. Und wenig überraschend kommt eben auf die 1900er Marke hier. Auch wenn man, ich hoffe, dass man das erkennen kann, kommt ein verhältnismäßig hohes Open Interest von 15.000 offenstehenden Kontrakten. Und das, was ich spannend finde, ist ehrlich gesagt weniger die 1900. Also da denke ich, da liegt natürlich aus dieser Perspektive der Deckel drauf. Was interessant anmutet, ist, dass wir hier auf die 1840, also in diesem Bereich dort, ebenfalls einen relativ hohen Balken sehen. Und jetzt kommt so ein bisschen die Frage auf, welche Motivation verspüren diese Stillhalter hier, vielleicht Gold unter dieses Niveau zu drücken, um diese Option nicht zu ihren Ungunsten in Anführungsstrichen verfallen zu sehen. Also sprich anders formuliert, ich wäre nicht überrascht aus dieser Perspektive, wenn Gold vor nächster Woche nochmal zurückkommt hier einmal auf das Open Interest Profil. Also das ist der am 23. November verfallene Kontrakt. Also das heißt, Dienstag nächste Woche ist der letzte Handelstag. Am Mittwoch sind die dann ausgelaufen. An der Stelle wäre ich nicht überrascht, wenn wir bis dahin noch einmal einen Versuch seitens dieser Stillhalter sehen, Gold unter dieses Niveau zu drücken. Das haben wir in der Vergangenheit recht häufig beobachten können, dass wir diese Manipulation eben des Papiergoldmarktes haben machen können. Und es käme nochmal nicht überraschend, wenn jetzt da massiv nochmal Druck aufgebaut wird, der eben uns in dem Fall unter diese Ausbruchregion, also diese untere blaufarbene Linie hier, diejenige, welche dich da jetzt verlängere, eben drücken, weil in dem Moment nämlich diese Optionen wieder unter den Strike rutschen und diese Optionen wertlos verfallen. Das setzt dann natürlich voraus, an der Stelle ganz wichtig, das setzt natürlich voraus, dass nicht bereits Absicherungsgeschäfte stattgefunden haben. Wenn die abgesichert sind, dann habe ich keinen Bedarf mehr an dieser Stelle, jetzt dort irgendwie diese Position unter dieses Niveau zu drücken. Aber es ist zumindest mal etwas, was man ein bisschen im Hinterkopf halten sollte. Also wir skizzieren insgesamt ein äußerst bullisches Bild für Gold.
Auch gerechtfertigt, auch aus rein fundamentaler Perspektive, begünstigt durch die letztwöchigen Inflationszahlen von letzter Woche Mittwoch, diesen Breakout, diesen technisch relevanten Level, welches uns über diese wichtige Widerstandsregion befördert hat. Wir konsolidieren jetzt eine Woche oberhalb. Das ist unter in Anführungsstrichen normalen Umständen, so bezeichnen wir sie mal, ein klar bullisches Signal. Aber nichtsdestotrotz, was hier besorgniserregend ist oder zumindest mal so ein bisschen zur Vorsicht mahnt, ist, dass bis dato der Follow-through auf der Oberseite ausgeblieben ist, obwohl der Weg eigentlich frei ist, obwohl auch in dieser Konstellation eigentlich der einzige Gegenwind, der einem dort entgegenschlägt, vielleicht die aktuelle US-Dollar-Stärke ist, beziehungsweise auch die US-Zinsen, die sich oberhalb von 10, 10-jährige US-Zinsen, die sich oberhalb von 1,6% stabilisieren. Aber nichtsdestotrotz, das mutet so ein bisschen, man sollte dem so ein bisschen mit Vorsicht begegnen. Und die jüngsten Stints hier, die wir gesehen haben, mit Ausblick eben dann auch, also beziehungsweise hier im Juni zum Beispiel, auch hier im August, auch hier beispielsweise im September, das war immer mit Ausblick auf den dann anstehenden Monatsverfall im Optionsmarkt und hat uns immer unter wichtige Niveaus gedrückt. In dem Fall zum Beispiel hier, erinnern wir uns, im September war es die 1800er Marke, wo man eine ähnliche Beobachtung hat machen können. Und demnach, man sollte das so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Das könnte auch ein stark bärisches Signal dann an der Stelle sein, sollten wir dieses Niveau unterschreiten. Also während wir hier ein Long-Szenario skizzieren, wäre ich jetzt nicht abgeneigt, ehrlich gesagt, bei solch einem Verlauf, dann unterhalb von 1840 eventuell sogar aggressiver zu shorten, weil ich davon ausgehe, dass wir nochmal Potenzial vielleicht sogar in Richtung der 1800er Region haben. Das ist allerdings nur so ein Gedanke am Rande. Bis hierhin ist es jedenfalls erstmal so, wir konsolidieren knapp unterhalb dieser Hochs. Und wir sollten auch berücksichtigen, sollte dieser Gedanke valide sein, also sollte der stimmen, diese Spekulation meinerseits, die ich da gerade formuliert habe in Bezug auf das Open Interest und die noch ausstehenden Kontrakte, die noch offen stehen. Sollte das so sein, dann wären das natürlich die potenziellen Käufer, die ganz besonders stark kaufen würden, just in dem Moment, wenn wir eben die 8, in dem Fall 8,70 ist es roundabout, 8,77, 8,80 rausnehmen würden auf der Oberseite. Denn dann wären die natürlich auf jeden Fall gezwungen abzusichern und das würde uns auch zügig in Richtung 1900, eventuell sogar darüber führen. Eventuell ist dann sogar die Nachfrage, die durch diese absichernden Geschäfte in den Markt kommt, größer oder beziehungsweise zumindest kurzfristig in der Lage, sogar hier uns über die 1900 zu befördern und somit diese Stillhalter in Anführungsstrichen in den Bereoli zu bringen. Also das ist durchaus etwas, das sollte man im Hinterkopf halten. Silber haben wir eine ähnliche Konstellation. Hier ganz besonders im Hinblick auf die 2480er Region. Die hatten wir kurz unterschritten am Dienstag sind wir kurz unter dieses Niveau gefallen, konnten uns gestern zurückhangeln über die 25. Das fand ich schon mal deutlich positiv. In den Abend hinein, oder heute Nacht ganz besonders, kam nochmal ein bisschen Abgabedruck. Wir haben allerdings diesen rausnehmen können. Was wir jetzt gerne sehen wollen, wäre natürlich, dass wir über die 24, also die gestrigen Tageshochs rausnehmen. Das würde nochmal den oberen Bereich dieser Range hier in den Mittelpunkt des Geschehens rücken und mit einem Bruch höher dann auch die 26er Region aktivieren als Kursziel. Also wie gesagt, ich bin aktuell geduldig, ich sitze auf meinen beiden Trades an dieser Stelle, die habe ich beide frühzeitig in Antizipation der Breaks oder in den direkten Bruch eben, habe ich die abgesetzt, das heißt die Stops konnte ich mittlerweile in die Gewinnzone trailen und jetzt harre ich einfach der Dinge, die da kommen. Wie gesagt, ich würde mich freuen an der Stelle, wenn die beiden Trades aufgehen, einfach deswegen war das nochmal ein zusätzlicher, in Anführungsstrichen Performance Booster wäre aus der Perspektive, wenn es nicht sein soll, dann ist es wenigstens ein kleiner Gewinn, da freue ich mich auch drüber. So, also das zu Gold und Silber an dieser Stelle. Jetzt konzentrieren wir uns aber mal auf die Zahlen gestern von Nvidia. Die haben wir hier. Hier fällt es noch nicht auf, weil wir haben gestern diese Zahlen natürlich nachbörslich zu sehen bekommen. Wir droppten unter 300 tatsächlich. Also kann es hier erkennen, den Handelstag begonnen haben wir leicht oberhalb der 300er Marke und haben dann relativ zügig gleich vom Open den Drop der 300, psychologisch relevantes Level gesehen, Bounce, tiefere Hochs markiert und dann kam das nächste Legdown und wir haben eigentlich in den Abend hinein eine sehr saubere Abwärtssequenz fallender Hochs herausgebildet, die uns, auch wenn das jetzt hier dramatischer aussieht, als es tatsächlich war, knapp unter die 92 geführt haben, oberhalb der wir haben dann leicht schließen können. So. Alles in allem weiterhin ganz klar bullisches Umfeld, so kommen wir in die Earnings rein und dann werden die Earnings veröffentlicht und das sind die Earnings gewesen. Gewinn pro Aktie 1,17 Dollar gegen 1,11 Dollar. Umsatz, Revenue hier 7,1 Milliarden gegen 6,81 Milliarden, also deutlich oberhalb der Erwartung. Und dann, und das war noch
Das war wirklich crushing, weil die schon einen unglaublich starken Wachstumsausblick eigentlich präsentiert hatten über die letzten Quartale, die auch nochmal ganz wesentlich zu diesem Run eben beigetragen haben. Sees Q4 Revenue bei 7,4 Milliarden plus minus 2%. Also sieht den Q4 Revenue bei 7,4 Milliarden minus 2% wäre an der Stelle, dann ziehen wir vielleicht nochmal, weiß ich nicht, roundabout 150 Millionen vielleicht ab an dieser Stelle. Das wären dann 2%. Das liegt aber egal, ob es jetzt günstig wird oder ungünstiger, das liegt aber deutlich oberhalb dessen, was erwartet worden ist hier von Seiten der Wall Street. Also Crushing Earnings hat dazu geführt, hier kann man es erkennen, dass wir in der Nachbörse bereits, das ist ein 30-Minuten-Chart, Moment, ich mache das mal auf der 5-Minuten-Basis, haben wir gleich in der Nachbörse entsprechend eben hier die Beschleunigung gesehen, Lauf deutlich zurück über den Closing Price von gestern, also 2,90 bzw. über die 300er Marke und oberhalb der können wir uns heute auch halten. Also tatsächlich eröffnen wir jetzt hier schon, das ist die Vorbörse, das wird auch heute ein potenziell heißer Titel sein. Ich will das mal ganz kurz hier zeigen, woran wir festmachen können, ob die Aktie heiß wird oder nicht. Mal kurz auf Finwiz, ach so, Finwiz sind wir doch schon, Nvidia, NVDA. Na, magst du nicht? Nvidia. Moment. Mal updaten. Ah, hier. Finwiz. So. Ja, das ist natürlich blöd. Das ist natürlich doof jetzt. Die Seite nicht erreichbar. Das ist mal nicht schlimm, dann behelfen wir uns anderweitig. Zweite Möglichkeit, Informationen zu bekommen. Market Watch. Geben wir hier Nvidia ein. Also der Grund, warum ich Finbus nehme, ist, weil ich einfach mehr Informationen habe. Aber ich könnte die Informationen, die ich jetzt benötige, auch über ein anderes Portal eben tatsächlich finden. Wer sucht, der findet. Also 5,84%. Potenziell also heiß aus der Perspektive. Crushing Earnings, also sehr guter Earnings Release. Und dann haben wir an dieser Stelle hier ein durchschnittliches Volumen der Aktie von 31,38 Millionen. Und was wir mal kurz gucken, können wir das hier sehen. Da, also Before Hours Volume, das sind 193.000 Stücke, die jetzt schon bereits gehandelt worden sind. Und wir haben 11 Uhr. Also das bedeutet etwas anders formuliert, wir müssen eigentlich noch 3 Stunden warten, bis dann die Vorbörse stattfindet. Also diese Aktie wird potenziell ein Kandidat sein, der heute definitiv heiß ist. Neben meiner Einschätzung nach auch neben Cisco. Ich muss mal ganz kurz nach hier was gucken. Wo habe ich denn den Link jetzt? Da habe ich den. Stichwort Pre-Market Screener. Das findet man auch hier. Also das sind jetzt ganz kurz zu den Fundamentals hier gewesen von Nvidia. Müssen wir noch ein bisschen warten, aber das wird potenziell ein heißer oder ist ein potenziell heißer Kandidat. Wir sehen es nämlich schon hier. Das sind die Pre-Market Screener an der Stelle von Market Watch. Und da können wir erkennen, dass Nvidia hier 300, das ist der Kurs, 194.000 Stücke bereits jetzt gehandelt sieht. Und an dieser Stelle also unter den top gehandelten Titeln schon jetzt bereits sich wiederfindet. Also das heißt, der ist potenziell heiß für heute. Auch ganz interessant, Novavax. Novavax wird vielleicht nochmal ein ganz interessanter Kandidat, hangelt sich zurück in Richtung der Hochs. Also das ist ein Impfstoffhersteller. Das hat der eine oder andere vielleicht hier verfolgt. Hat jetzt gestern eine Zulassung bekommen in, oh, lass mich lügen, war es Indien? Ich glaube ja. Was aber der Big Move sein dürfte, ist, wenn die Zulassung für die EU stattfindet. Also die Aktie, die hat ja hier einiges an Abschlägen gesehen. Wir erinnern uns, das war diese Covid-Pille von Pfizer, die da veröffentlicht worden ist. Und daraufhin hat die Aktie hier, also nicht nur Novavax, sondern da waren auch andere Kandidaten, also auch Moderna, ganz besonders Moderna vielleicht sogar, scharfe Abschläge gesehen. Aber erinnert euch daran, ich hatte das in der Discord-Community geschrieben, diese Abschläge hier, die sind nur kurzzeitig potenziell. Es ist eher denkbar, dass wir hier wieder aufdrehen und das ist das, was wir jetzt auch zu sehen bekommen. Also die Aktie notiert hier schon wieder $50 höher als zu den Tiefs, die hier Post dieser Covid-Pill-News in Anführungsstrichen über den Ticker gelaufen ist. Das Gap wurde mittlerweile geschlossen. Wir handeln oberhalb. Und ich persönlich glaube, dass wir nochmal einen richtigen Run in der Aktie zu sehen bekommen, auch tief über die 200. Also tief über die 200 bedeutet an der Stelle Potenzial 240, 250. Also ich will es nicht übertreiben, aber also ich wüsste nicht, was dagegen spricht, dass wir vielleicht sogar nochmal die September-Hochs hier anlaufen. Also die hat nochmal richtig, richtig Potenzial, Meter zu machen auf der Oberseite, wenn diese Zulassung für die EU kommt.
dass wir eben dann einen zusätzlichen Impfstoffanbieter eben finden. Stichwort auch Boosterimpfung. Das ist ein ganz interessantes Konzept, was dahinter steckt. Also das hat der eine oder andere vielleicht verfolgt. Ich habe mich da auch mit einigen Pharmazeuten, Apothekern zum Beispiel, über unterhalten, die halt gesagt haben, besonders diese Impfstoffe, Totimpfstoffe auch beispielsweise von Valneva, ist auch so ein Kandidat, auch in den Medien gewesen, und zwar im Hinblick hier auf diesen Vertrag, der gecancelt wurde seitens der Briten. Da hatten wir uns, ja, ich hatte mich mit dem unterhalten, das war im September, also September 10. Das kommt sogar hin, da ist ein Wochenende zwischen, ja klar, Freitagabend. Freitagabend beim Sport, ja, man ist dabei, Gewichte zu stemmen, unterhält sich so ein bisschen unterhält sich halt mit den Leuten, die sich mit dieser Materie auskennen. Und der hat darüber geschmunzelt, der hat gesagt, das ist nicht haltbar, was da stattfindet, denn diese Ankündigung, diesen Vertrag zu canceln, was die Briten gesagt haben, dass angeblich irgendetwas nicht eingehalten wurde seitens Valneva, was auch sofort dementiert wurde, das ist aberwitzig, in Anführungsstrichen. Der Hauptgrund, der findet sich wohl darin, dass kurz zuvor hier in diesem Zeitfenster Verhandlungen stattgefunden haben zwischen der EU und Valneva in Bezug auf Impfstofflieferungen und auch die Preise, die verhandelt worden sind, die wohl unterhalb derer lagen, die Briten verhandelt haben. Und die Briten, die sollen dann in Anführungsstrichen ein bisschen komisch sein, so ein bisschen eigen sein. Und die haben dann infolgedessen eben, besonders aus politischer Perspektive, haben die hier eben dann zurückgezogen, beziehungsweise haben den Aktienkurs derart stark unter Druck gebracht. Und der hatte schon damals gesagt, er sagte, also tief sind wir gehandelt worden, dann am Montag ganz besonders. Oder das war, Verzeihung, es kann, Freitag war der Schlusskurs, am Montag hatten wir uns darüber unterhalten. So rum war das, Verzeihung. Das war nicht vom Wochenende, aber das war eine ähnliche Konstellation. Hat sich der Aktienkurs nahezu halbiert und hätte gesagt, das wird innerhalb kürzester Zeit wieder geschlossen, weil das, was dort sich abzeichnet, ist sehr, sehr vielversprechend in Bezug auf die voranschreitende Impfkampagne und dergleichen. Ja, hat Wort gehalten an der Stelle. Also der Aktienkurs hat sich nahezu verdoppelt und hat auch weiter Potenzial, vielleicht sogar auf der Oberseite. Also anders formuliert, diese Totimpfstoffhersteller, das könnten auch zeitnah recht heiße Titel eben tatsächlich sein. Und an der Stelle eben beispielsweise Novavax sei eben dann erwähnt und das ist offensichtlich auch erkennbar. Haben jetzt heute zum Beispiel vorbörslich gehandelt im Volumen. Also 40.000 Stücke gehen da um. Das ist keine Nvidia, das ist kein Titel, der da derart hohes Volumen sieht. Dann nehmen wir den hier an der Stelle einfach. Ah, Moment, nein, nein. Wir machen es so. Wir machen Novavax und dann gehen wir gleich nochmal auf den Pre-Market-Screener und dann gucken wir auf, Cisco. Machen wir das so rum. Also fast 40.000 Stücke gehandelt. Im Schnitt gehen da, man kann es hier sehen, 4,9 Millionen um. Also das heißt jetzt schon auch bereits mehr als oder rund 1% des Pre-Market-Volumens, auch noch mit Ausblick, das natürlich deutlich zu steigern. Also potenziell heißer Kandidat, den man auch so im Hinterkopf haben sollte, der auch eine so unglaubliche Volatilität teilweise auf der Intraday-Basis hat. Also ATR liegt im Bereich, glaube ich, um 15 Dollar, roundabout, 20 Dollar sogar. Also hat richtig, richtige Schwankungen von 10% auf der Ober- und auf der Unterseite. Wir wollen jetzt aber nochmal ganz kurz zurückgehen auf den. Schade. Moment, wo haben wir ihn? Da ist der Pre-Market-Scanner. Wir haben noch einen zweiten Kandidaten hier, nämlich Cisco. Cisco nicht ganz so aktiv gehandelt, aber gestern dennoch mit massiven Abschlägen. Normalerweise nicht so volatil, weil wie gesagt, ein ATR über die letzten 22 Handelstage von einem Dollar. Normalerweise hat hier schon fast 4 Dollar Abschläge, sind sogar mehr teilweise, und notiert aktuell 7% unterhalb der Tiefs von gestern. Die News, die über den Ticker gelaufen sind, waren alles andere als vielversprechend. Erstmal Enttäuschung im Bereich Revenue, dann Gewinn pro Aktie, leicht oberhalb der Erwartung. Hier, das ist das, um was es hauptsächlich geht, die Guidance, also das, was man erwartet für die Zukunft. Q2 liegt laut Cisco zwischen 4,5 bis 6,5%, erwartet wurden 7,38%. Full Year Guidance haben wir hier 5 bis 7%. Also still bedeutet, sieht es immer noch, trotz des erwarteten Umsatzeinbruchs oder der niedrigeren Guidance an dieser Stelle, sieht immer noch, dass wir im Bereich zwischen 5 bis 7% liegen, was im Durchschnitt ungefähr 6,3% und der Erwartung entspricht. Und Full Year Adjusted EPS, also Gewinn pro Aktie, an dieser Stelle 3,38 Dollar bis 3,45, erwartet 3,43. Also das heißt, trotz dieser erwarteten Umsatzeinbrüche im nächsten Quartal, die Cisco hier antizipiert, sieht man immer noch einen soliden Wachstum oder Umsatz bzw. Gewinn pro Aktie. Das hat allerdings nichts daran geändert, dass die Aktie nachbörslich stark unter Druck geraten ist. Hier unten habe ich Cisco. Und also da kann man schon sehen, Pre-Market, das ist hier diese orangefarben gestrichelte Linie, das ist die 53er-Region. Und ich hatte auch schon tatsächlich heute früh
einen Gameplan formuliert, weil sich abzeichnet, dass diese Titel potenziell heiß sind. Also Nvidia noch ein bisschen mehr als Cisco vielleicht, aber Cisco deswegen, weil nicht so stark volatil. Also die Swings, die sind doch relativ moderat in Anführungsstrichen. Und ich will das mal ganz kurz hier zeigen. Da kann man es dann auch sehen. Und zwar hier. Die Inflection habe ich eben auf der 53. Das ist dieser Bereich. Also hier sind die ganzen Gedanken, die ich jetzt nochmal wörtlich, so machen wir es einfach, sehe. Das ist hier so ein Bereich gewesen, so eine Konsolidierung oder so ein leichtes Tief auf den initialen Bounce. Da kommt der Flush, dann kommt ein Bounce und dann können wir eben die Region um 53 ungefähr halten. Und ich sage einfach ganz klar, wenn wir unter 53 rutschen und unterhalb uns auch halten zur Eröffnung und unter Rewarp, dann ist das ein klar bärisches Signal, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Cisco weiteren Abgabedruck sieht, dass wir in Richtung der 52 und auch tiefer verkauft werden. Und das ist deswegen ein interessanter Kandidat, weil wir ausgehend von eben der hohen Liquidität und auch einer relativ engen ATR wahrscheinlich mit sehr, sehr kleinen Risiken in der Trade reinkommen. Also es kann CAV-technisch unglaublich attraktiv sein. Vielleicht gibt es hier Spots, wo wir mit 20 Cent Risiko auf einen Trade in den Markt kommen, nur um dann 1 Dollar und mehr auf der Unterseite zu laufen, was uns ein CAV von 4, 5, 6 zu 1 eben tatsächlich gibt. Und das ist durchaus etwas, was man im Hinterkopf haben sollte und wodurch diese Aktie eben sehr, sehr attraktiv wird dann heute für den heutigen Tag. Wie gesagt, Vorteil eher auf der Short-Seite durch diese Revenue Guidance und ganz besonders, wenn wir uns unterhalb der Inflection hier von 53 eben tatsächlich präsentieren können. So, Cisco, Nvidia. Lucid will ich nochmal kurz einen Blick drauf werfen. Und zwar deswegen, weil Lucid gestern, also die Aufschläge, ich hatte gestern eigentlich ein Second Day Play thematisiert, das war allerdings schon hinfällig, nachdem wir hier uns dann gegen 14 Uhr ziemlich deutlich eigentlich, das war als der institutionelle Handel reinkam, schon unter Druck präsentiert hatten und da dann auch die 59 gerutscht waren. Das waren Tiefs, die ich als auch hier Inflection ausgemacht hatte. 59, wo ich gesagt habe, wenn wir die halten können, ist das vielleicht nochmal ein Long-Kandidat, dann auch mit Squeeze-Potenzial. War allerdings schon hinfällig, weil wir nämlich schon in der Vorbörse dann auch hier, also 14 Uhr, Bruch kurz danach, Retest kurz vor der Kasseröffnung um 15 Uhr und uns unterhalb stabilisiert haben. Kurzer Pop hier nach einer volatilen Markteröffnung, auch gegen die 58 wieder gescheitert, übergerollt. Und da war das vom Tisch von der Long-Seite. Das war eher ein Short-Kandidat tatsächlich für den gestrigen Tag. Ist auch für heute vielleicht ein Short-Kandidat. Hängt so ein bisschen davon ab, ob wir jetzt hier die 50 zurückerobern können. Also die 50, das ist so meine Inflection an der Stelle. Wenn wir drunter halt uns halten, ist denkbar, dass wir diese bärische Dynamik von gestern nochmal fortschreiben. Aber, und da wird es dann interessant, das ist ein unglaublich heißer Titel gerade, mit unglaublich viel Volumen, was da gedreht wird. Electric Vehicles generell, also auch Tesla, auch Rivian, das war das Unternehmen, was letzte Woche an die Börse gegangen ist. Also es ist ein sehr, sehr heißer Markt, ist ein sehr, sehr stark bullischer Markt, wie sich auch in der jüngeren Vergangenheit hier gezeigt hat. Also diese Squeeze besonders, die wir dort am Dienstag zu sehen bekommen haben, die spricht, glaube ich, Bände. Und jetzt kommt genau der Punkt. Jetzt haben wir ein relativ scharfes Einknicken schon zu sehen bekommen. Und in dem Zusammenhang würde bei einem Drop und nochmaligen Flushout zur Eröffnung hier diese Trendlinie in den Mittelpunkt des Geschehens rücken und somit die 46er-Region. Also sollten wir die anlaufen und halten können, dann ist das vielleicht auch aus Chance-Risiko-Verhältnis technischer Perspektive ein ganz interessanter Kandidat, weil aus diesen Gefilden meiner Einschätzung nach ein deutlicher Bounce zurück in Richtung und über die 50er-Marke eventuell anstehen könnte. Also das heißt, zwar initial bin ich Lucid Air Short bei Drop unter die 50, sofern überhaupt stattfindet. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung, aber sollten wir unter die 50 rutschen und hier dann einen Flushout sehen, dann ist zunächst die Shortseite zu begünstigen oder zu favorisieren. Aber bei einem Test dieser Trendlinie hier, der 46er-Region ungefähr, da würde ich ganz aufmerksam werden, denn da könnte ich mir nicht nur vorstellen, aggressiver mit meinem Stop zu werden für einen Short-Trade, den ich bis dahin habe, sondern vielleicht sogar die Position zu drehen. Und an der Stelle eben dann sogar vielleicht einen Swing in Betracht zu ziehen mit einem Bounce, der uns deutlicher zurück über die 50 führt. Also das wäre noch nicht mal dann zwangsläufig ein Intraday-Trade, sondern das wäre vielleicht ein Trade, den ich für die kommenden Tage mir durchaus für die kommende Handelswoche vielleicht sogar auf die Fahne schreiben würde. Und was vielleicht dann auch im grundsätzlich dünnen Umfeld ein Play wird, was interessant wird. Volatilität nimmt ab, eher die Long-Seite favorisieren, Short-Squeeze vielleicht Potenzial, Electric Vehicles und dergleichen. Es gibt durchaus den ein oder anderen skeptischen Teilnehmer, auch das kann man in diversen Foren ja sehen, auch im Hinblick auf Social Media Interest, also Swaggy Stocks und so weiter, dass Lucid dort als Kandidat auch für solche Squeeze-Bewegungen eben gesehen wird.
Ja, und warum nicht? Also ich meine, solche Bewegungen, wie wir sie am Dienstag gesehen haben, wir sehen, die Aktie ist gut dafür und ausgehend auch vom Umstand, dass wir auch Intraday, aber dennoch ausreichend Volumen haben und mit kleinen Risiken in den Trade kommen, scheint mir das dann durchaus ein Kandidat. Also initial unterhalb der 50 eher Short. Sollten wir in die Gefilde um 46 vorstoßen, wird es wieder ein interessanter Kandidat von der Long-Seite. Und wir können auch mit relativ engem Stop eigentlich arbeiten, weil bei Bruch dieser Trendlinie möchtest du dann nicht mehr zwangsläufig im Long sein. Also dann ist die Party eventuell sowieso vorbei. So. Ja, das wäre es soweit für die Einzeltitelfraktion gewesen. Ich gucke mal ganz kurz in die Chatbox. Also, erstmal, was ich zum Dow Jones sage. Ehrlich gesagt, nicht so viel, weil mein Hauptfokus wirklich hauptsächlich auf dem Nasdaq bzw. auf dem S&P liegt. Im Zusammenhang mit dem Dow bin ich da so ein bisschen ja, reservierter, möchte ich mal sagen, unterwegs. Das ist jetzt nicht so der attraktivste Kandidat. Wiederum auf trading-technischer Perspektive eventuell schon. Ausgehend von der Volatilität. Die Korrelation ist natürlich unverkennbar zum S&P. Demnach, das Bild, was ich gerade für den S&P skizziert habe, ließe sich eigentlich eins zu eins auch für den Dow eben hier skizzieren. Eventuell bei einem kurzen Einknicken, ich würde mal sagen, so die Region 35.600, also diese ehemaligen Hochs hier, die finde ich ganz interessant. Vielleicht einen leichteren, tieferen Flush. 35,2, allerdings wäre das schon ein relativ tiefes, eintauchendes Szenario, ehrlich gesagt, von dem Hintergrund des bullischen Bildes, was ich gerade für den übergeordneten Markt skizziert habe. Vorgaben bei einem auf jeden Fall weiter long. Also das gilt so lange, wie in diesem Aufwärtstrendkanal eben handeln, oberhalb der 200-Tage-Linie handeln, die kann man hier gar nicht so gut sehen, aber da ist er. Da unten, die korrespondiert aktuell mit der unteren Aufwärtstrendkanalbegrenzung. Wenn wir die droppen würden, oder beziehungsweise wenn wir dann in dem Fall hier unter die 33,8 rutschen würden, das sind so diese Regionen September, Oktober-Tiefs ungefähr, dann würde sich das Bild beginnen, deutlicher einzutrüben. Aber bis dahin, ja, bis dahin bleiben die Vorgaben auch für den Dow eher ganz klar long. Ich sehe noch eine andere Frage, nämlich zu Netgas. Können wir auch einen Blick drauf werfen? Habe ich Netgas eigentlich noch offen? Hier ist Natural Gas. Will ich aber ganz vorsichtig aktuell hier angehen. Also, wir erinnern uns dran. Ich hatte Netgas für ein Bounce Play gegen diese Trendlinie schon zum Thema gemacht gehabt. Das ist jetzt ein paar Tage her. Aber dieser Bounce hat stattgefunden. Wir erinnern uns, das war, glaube ich, hier gegen die 470er-Region. Also ziemlich genau eigentlich gegen diesen Bereich. Wir sind kurzzeitig, also nicht nur kurzzeitig, sondern sehr deutlich gegen diesen Bereich nach oben aufgedreht und haben hier zeitweise uns bis auf Niveaus um 45 eben hochgehangelt. Jetzt sehen wir allerdings wieder auch die letzten Tage nach dieser sehr scharfen Gegenbewegung aus diesen Gefilden, sehr starke bullische Dynamik, dass wir dann hier ab Dienstagabend deutlich überrollen. Einer der Gründe dafür ist, könnte, wird sein, und das sollte man nicht unterschätzen, und deswegen ist das aktuell ein unglaublich spekulativer Gedanke erstmal meinerseits jetzt, hier von der Long-Seite, den ich weiter favorisiere, aber wir sollten nicht unterschätzen, dass ganz besonders die Biden-Administration, Stichwort Inflationsdruck, der sich aufbaut und auch potenzielle Manipulationen des Energiemarktes an der Stelle, um diesen Inflationsdruck zu deckeln, Stichwort zum Beispiel Ölreserven freizugeben und dergleichen. Und da auch offensichtlich alle Register zu ziehen. Ich habe gestern gelesen, vielleicht hat der ein oder andere es mitbekommen. Und zwar hatte Joe Biden mit Xi Jinping, dem chinesischen Premier, wohl telefoniert gehabt. Und in diesem Gespräch soll wohl Xi Jinping von Joe Biden gefragt worden sein, ob die nicht ebenfalls Ölreserven freigeben könnten, um Druck, also Angebot zu erzeugen, welches Druck auf den übergeordneten Preis, in dem Fall auf Öl, ausübt. Das zeigt eine unfassbare Verzweiflung. Das ist besonders vor dem Hintergrund auch des aktuellen der Spannung, ja, die sich zwischen dem Osten und dem Westen wieder zeigen und dergleichen, ist das also mit ziemlichem Stirnrunzeln seitens einiger, nennen wir sie mal US-amerikanischer Patrioten, wahrgenommen worden, weil das ein ganz klares Zeichen von Schwäche ist. Also auch keine Verhandlungsposition, die in irgendeiner Form wirklich von Stärke zeugt. Und
wenn man sich jetzt schon solcher, also vorausgesetzt, das stimmt, also wie gesagt, ich habe das nur in der Headline gelesen, ich habe da gar nicht den Artikel zugelesen und dergleichen. Ich weiß, was ich jetzt noch darüber hinausgehend wohl gesehen habe, war, dass infolge dieses Gespräches wohl jetzt in irgendeiner Form, es stehen ja jetzt Olympische Spiele, Winterspiele in China an, dass da irgendwelche Diplomaten aus den USA wohl abgezogen werden sollen oder gar nicht hingesandt werden, also Abgesandte seitens der US-Regierung sollte es da wohl nicht hingeben. Ich habe das nicht weiter verfolgt, aber Fakt ist auf jeden Fall, das ist das, was ich da hineininterpretiere, dass eben man hier seitens der US-Regierung deutlich spürt, dass etwas getan werden muss, um diesen sich jetzt verselbstständigen Inflationsdruck einzufangen und man infolgedessen willens ist, in Anführungsstrichen alle Register zu ziehen. Das bedeutet aber auch, dass man in dem Zusammenhang hier dann nicht überrascht sein sollte, wenn plötzlich durch eine massive Intervention, mag sie auch langfristig dann noch so fragwürdig sein, und auch eventuell nicht erfolgsversprechend sein, aber eventuell kurzfristig in der Lage, dass man eben diese Aufwärtsstruktur hier unterbricht. Also dass ein tieferer Bruch und dann Abschläge bis in Gefilde um bis 4 Dollar, vielleicht auch darunter, noch hier bis in Gefilde 3,50 ungefähr, vielleicht, das sind so die Februar- beziehungsweise die Februar 2021, Oktober 2020er Hochs vielleicht sogar auf den Weg bringt. Das ist eine unfassbar tiefe Korrektur. Also wir reden dann von Abschlägen von den Hochs, die wir hier markiert haben, Anfang Oktober von 50% roundabout. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Also das ist mit einer der Gründe. Research-technisch finde ich das spannend, auch politisch, was sich da jetzt für potenzielle Schachspielchen vielleicht herauskristallisieren im Hintergrund. Allerdings trading-technisch, also wer diese Region long tradet, hat technisch einen guten Grund, sollte allerdings mit seinem Stop im Bereich um 4,70 verfahren. Und das nächste, was eben in der Konstellation, auch wenn es bei vielen, allen bei uns wahrscheinlich keine Rolle spielt, aber man sollte auch positionsgrößentechnisch hier mit Vorsicht walten. Denn Fakt ist, dass das eine Region ist, bei der zügig auch Slippage, also negative oder eine schlechtere als erwartete Ausführung eben die Folge sein könnte. Also ein sehr illiquider Markt, sehr erratischer Markt. Also das heißt, kleine spekulative Plays, nachvollziehbar, technisch auch gerechtfertigt gegen jetzt diese aktuelle Region, diese Trendlinie mit Stop unterhalb der 4,70 Roundabout. Aber nichtsdestotrotz, man sollte das mit besonders Geld machen, sollte man sowieso, welches man sich leisten kann zu verlieren, beziehungsweise nicht überrascht sein, wenn plötzlich dann so ein scharfer Spike hier auf der Unterseite stattfindet, infolge eben einer entsprechenden Manipulation, begünstigt durch Kommentare oder auch Maßnahmen, die ergriffen werden seitens der Biden Administration, um dem dortigen Inflationsdruck in den USA einfach entgegenzutreten. Das hier ist die Markets X am Handelsplattform an der Stelle, über die du auch Netgas traden kannst. Roku auch nochmal kurz einen Blick. Roku hat gestern nochmal massiv gelitten. Ist ein bisschen ungünstig hier, die Kurshistorie, die reicht nicht aus. Ich gehe mal kurz hier auf die Betrachtung. Roku hat gestern über 10% Abschläge gesehen. Hat mich überrascht, also Konsolidierung hat hier stattgefunden. Die haben einen Downgrade gesehen von einer Ratingagentur namens Moffett. Das bringt uns übrigens jetzt auch gleich zu einer anderen Betrachtung hier, die ich ganz kurz zeigen möchte. Also Roku, wer sich das hier anschaut, der kann auf wichtige Kennzahlen klicken und der findet hier oben entsprechend eben das durchschnittliche Kursziel seitens der Analysten. Das ist jetzt nicht so dokumentiert, wie es beispielsweise bei Tesla ist. Bei Tesla kann man sich dann auch ein schönes Dokument hier runterladen. So, also das ist dann, das sieht so aus an dieser Stelle, ja, mit entsprechend auch sehr detaillierten Betrachtungen, fundamentalen Kennzahlen und so weiter und so weiter und so weiter. Also was das Analystenherz in Anführungsstrichen begehrt. Bei Roku ist das relativ grob gehalten, allerdings nichtsdestotrotz dennoch sehr stark aussagekräftig. Denn was man hier nämlich sehen kann ist, ein durchschnittliches Kursziel der Analysten, ich gucke mal kurz, das sind 23, die da befragt worden sind, für die kommenden 12 Monate liegt bei über 400 Dollar. Ist jetzt durch Moffett leicht nach unten angepasst worden. Das ist also eine der Plattformen oder der Analysten, die da befragt worden sind. Die haben das Kursziel runtergenommen von 3,30, glaube ich, auf 2,20, wenn ich das richtig jetzt rumbekomme. Ich glaube ja. Spielt aber, das kommt sogar hin, ja, 2,20, das könnten die sogar sein an dieser Stelle. Aber Roku bleibt dennoch ein unglaublich starkes Wachstumsunternehmen, hat zügiger als viele das erwartet haben, eben sein Geschäftsmodell profitabel gestaltet. Das ist eine Streaming-Plattform, ja, also das ist ganz wichtig. Der Grund für die Abschläge oder diese einsichttrübende Revenue Guidance, die man gegeben hat im letzten Quartalsbericht, die be war begünstigt durch den Umstand, dass man eben aktuell Lieferengpässe sieht. Und auch die Hardware, die man hier seitens Roku vertreibt, eben an dieser Stelle nur schwer herstellen kann, beziehungsweise verschiffen kann, in Anführungsstrichen, beziehungsweise dann eben hier Schwierigkeiten, Engpässe eben sich abzeichnen sieht. Die Aktie hatte infolgedessen, ich mache mal kurz hier den Chart größer, obwohl, nee, wir machen einen Chart. Hier, da haben wir nämlich ein bisschen mehr
Kurshistorie, da sieht man das. So. Also die Aktie, da war der Earnings Release und da kam schon ein recht starker Flush unter die 300. Auch mit entsprechendem Abgabedruck und von dem hat sich bis hierhin jedenfalls die Aktie nicht erholt. Gestern, wie gesagt, dann nochmal starke Abschläge gesehen. Und das Interessante ist jetzt in dieser Konstellation, es kommt nicht erstmalig vor. Also solche Korrekturbewegungen sind in Roku recht häufig aufgetreten. Das war hier im April beispielsweise, sind wir von zeitweise 3,70 hier in die Earnings waren es dann damals, sind wir bis auf Niveaus eben um 2,70 verkauft worden. Also das sind über 100 Dollar gewesen innerhalb von, das war eine Woche roundabout. Nur um dann allerdings innerhalb wiederum von den nächsten 2,5, 3 Wochen diese Abschläge komplett aufzuholen, beziehungsweise hier eine Rallye in Anführungsstrichen von jenseits Gut und Böse im Sommer zu starten, die uns nochmal in Richtung der Region um 500, also 490 roundabout, hier geführt hat. Vor diesen Niveaus haben wir jetzt eine Korrektur gesehen von 50%. Das Unternehmen, ausgehend von meinen letzten Kenntnissen, hat einen Wachstumsausblick, eine Growth Guidance oder eine Growth Forward Rate, so kann man sie nennen vielleicht, von ungefähr 40%. Aktie hat oder notiert für das Jahr aktuell im Minus. Also das heißt, Eröffnungskurs lag bei 330 Dollar. Hat natürlich viel Vorschusslorbeeren gesehen infolge des massiven Wachstumsausblicks und sehr, sehr, sehr überzeugenden Earnings, die dann über die letzten 12 Monate stattgefunden haben. Man kann das als große, breite Konsolidierung jetzt mit einem vielleicht Flushout auf der Unterseite sehen. Also auf jeden Fall eine Übertreibung, meiner Einschätzung nach, auf der Unterseite und ein potenzieller Bounce-Kandidat. Also eigentlich möchtest du Roku nicht long sein aus den derzeitigen Umfelden oder beziehungsweise long wird erst eine Option, wenn du diese ganz klare Abwärtsstruktur hier gebrochen hast. Aber nichtsdestotrotz, man sollte vielleicht beginnen, diese Aktie so ein bisschen auf dem Schirm zu haben. Also das ist ein potenzieller, meiner Einschätzung nach, Bounce-Kandidat, der auch nochmal eine deutliche Beschleunigung sehen könnte und eine deutliche Rückeroberung der 300er-Marke, sobald diese Abwärtstendenz eben gebrochen ist. Also sprich, erste Stabilisierungsversuche, die jetzt gegen diese Gefilde um 2,40 hier stattfinden, halten beispielsweise dann über den Rewarp starker Opening Drive zum Beispiel, kommen Käufer rein zur Eröffnung, wir halten uns oberhalb des volumengewichteten Durchschnittspreises für den Tag. Das könnten vielleicht erste Kandidaten sein, aufzubauen, kleine Long-Positionen als Feeler in Anführungsstrichen. Und wenn sich das dann herauskristallisiert als nachhaltig, diese Gegenbewegung, die abgezeichnet wird und diese Abwärtstrendlinie gebrochen wird, wir zurücklaufen, na, wo laufen wir dann in dem Bereich von 2,60 vielleicht ungefähr. Wenn wir die brechen und halten können, dann wäre das vielleicht nochmal ein zusätzlicher Grund aufzustocken. Man hätte durch den Entry hier bereits einen ersten attraktiven Average und könnte dann als Trade darauf abzielen, sich auf eine Rückbewegung in den kommenden Monaten über 300 eben entsprechend zu positionieren, beziehungsweise auch längerfristig die Aktie vielleicht im Portfolio zu halten, wenn nämlich diese Wachstumsaussichten und diese optimistischen Einschätzungen sich seitens der Analysten bestätigen. Dann haben wir eventuell sogar Kurspotenzial bis 400 Dollar, über 400 Dollar eventuell sogar. Also das ist zwar nicht allzeit hochgefilde, aber nichtsdestotrotz aus den derzeitigen Gefilden durchaus ein Kandidat, der dann auch aus der Perspektive interessant vielleicht für einen Longplay wird. Ja, das noch final zu Roku an der Stelle. Und das wäre es nunmehr soweit meinerseits tatsächlich gewesen. Dann schauen wir mal, wie sich die kommenden Handelsstunden darstellen. Also wir haben einige, wie gesagt, attraktive Kandidaten. Cisco, Lucid, Roku, Nvidia, Gold, Silber, nicht ganz so spektakulär, aber dennoch durchaus ein Auge wert oder ein Blick wert an dieser Stelle. Und ja, soweit wäre es das meinerseits tatsächlich gewesen. Dann hoffe ich, dass ihr habt ein bisschen was von eurem Trading mitnehmen können, ein paar Gedanken eben habt ihr aufgreifen können, die ihr dann in eurem Trading hoffentlich umsetzen könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier, abonniert gerne den Kanal. Wie gesagt, Fragen gerne unterhalb des Videos. Dort findet ihr auch innerhalb der Chatbox noch die Links, die ich hier eingestellt habe, auch zu dem Buch von Jesse Livermore, das Spiel der Spiele, beziehungsweise also Admirable Fairness, Reminiscences of a Stock Operator. Und wir hören uns wieder morgen, 10:30 Uhr zum Morning Meeting, dann gemeinsam hier mit Markets. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bis dahin, habt euch wohl, macht's gut, bis dann. Und tschüss.